So, ja, herzlich willkommen beim völlig improvisierten Interview. Hier Soundklatsch. Die ersten 6 Lieder haben wir schon gehört und ich muss sagen, der Sound klatscht sehr gut. Ja, das hast du schön gesagt. Ja. Hey. Ast rein. So muss sein. Ja. Ja. Ja, stellt euch doch einfach mal vor, wer seid ihr und warum? Wir fangen links von Ring links nach rechts an, alles nach deutscher Ordnung. Von links nach rechts, ja. Mein Name ist Roland, ich bin der Holzhacker bei uns. Gruß nach draußen. Ja, auf das Krachgartenbier hier. Ja, ich mache die Holzarbeit, versuche die Jungs auch ein bisschen zusammenzuhalten. Und warum machen wir das? Weil wir da Spaß dran haben. Ne? Am Ende des Tages geht es um Spaß. Ja. Hier, Maske ab. Yo, Maske ab. Hi Leute, good evening ladies and gentlemen. Ich bin der Thomas, ich spiele im Bass, versuche teilweise zu singen. Ja, und manchmal bin ich in der Band der Good Guy, wenn gerade kein anderer da ist. Ne? Der mal. Ja, nicht falsch verstehen, bitte. Nee, klar, machen wir natürlich, weil es Spaß macht. Weil es einfach geil ist. Jo, du bist dran. Ja, grüß euch, ich bin der Kjell. Ich bin hier für das Krakehlen zuständig und spiele manchmal auch die Klampfe. Ja, mir macht das einfach so Spaß mit euch. Und ja, wir machen das jetzt seit letztes Jahr im Sommer eigentlich so richtig erst mit allem Mann. Und, du nimmst mir gerade eine Frage vorweg. Entschuldigung. Ich wollte euch nämlich gleich fragen, wann, also, seit wann es euch gibt. Ich bin der Kjell und gebe da ein Mikro weiter. Also, seit wann gibt es euch? Wir spielen zusammen. Erstmal, ich bin Sebastian, ich spiele digital. Ja. Wir spielen zusammen, ich glaube, irgendwann war das April letztes Jahr, wo sind wir zusammengekommen. Und ja, seitdem haben wir richtig geübt und so wie alle gut zusammenkommen und ja, dann haben wir jetzt Soundsketch heute. Ja, sehr schön. Also ich weiß auch, von den ersten 6 Liedern war ich schon äußerst begeistert, muss ich sagen. Wo kommt davon her? Eigentlich von mich. Hm? Eigentlich kommt das von mir. Nee, ich meine jetzt, wo ihr, also wo ihr herkommt. Also, euer. Ich komme aus Polen. Ja, aber ja. Ich war nicht jede Probe hier. Ja, okay, und aus welcher Stadt kommt ja, die Band generell? Also, wir proben im Hünxe. Hünxe, ja. Aber aus Hünxe kommt keiner. Ach so. Ja, jetzt wird's interessant. Ja, ich komme aus Borken. Ah, Borken, ja. Also weiter. Ich komme aus Duisburg, aus dem Ruhrpott. Ruhig, jo. Ja, und wir beiden, wir kommen aus Hamminkeln-Brünen. Ah. Dem schönen Ort im Grünen. Ja. Ja, da kommen wir her und eigentlich ist das auch so der zentrale Mittelpunkt, ne, von dem, wo wir, nee, nicht Brünen. Ich sag mal so Hünxe, aber in Brünen hat sich irgendwie alles dann irgendwie zusammengefunden. Ne? Und dann hatten wir noch irgendwie einen Proberaum da in der Ecke und dann haben wir gesagt, so ja, starten wir mal was. Also habt euch da einfach da so glücklicherweise dann irgendwie zusammengerottet und dann da die Band formiert, Proberaum gefunden und dann... Ja, also angefangen hat das eigentlich mit Sebastian und mir, weil wir haben in einer anderen Truppe gespielt und dann haben wir so gesagt, so ja komm, lass mal was zusammen starten, weil Sebastian hatte mir ein paar Demos von ihm gezeigt und dann probieren wir mal was aus. Und dann haben wir einen Songkatalog ausgearbeitet irgendwie, haben wir so ein paar Demos produziert, dann sind wir online suchen gegangen, ne? Weil wir halt irgendwie nach ein paar Monaten festgestellt haben, so ey, das ist doch ziemlich cool und das Feedback war auch ganz gut. Ja, und dann haben wir das online gestellt, haben gesucht wie die Berserker, ne? Also einen richtigen Part, Konterpart zu finden, ne? War nicht so einfach, aber dann, ja, ne? Ja, guck, ne, ich meine, meine alte Band war irgendwie, hatte sich aufgelöst und ich hatte aber Bock, wieder eigene Mucke zu machen. Und dann habe ich natürlich mal online geguckt, wie man das heute auch so macht. Und bei Backstage Pro bin ich tatsächlich fündig geworden. Da hatten die Jungs was drin. Und dann hatten die einfach auf Soundcloud, heißt das, ne, richtig astreine Demos drin. Da war ich richtig baff von dem Sound. Habe noch nie so fette Demos gehört. Das waren halt nur Demos. Und ne, so. Ja, schon ja. Da kann einiges rumkommen. Ne? Aber heute geht da ja viel im Home Recording und da habe ich sofort angerufen und dann haben wir nach einer halben Stunde Quatschen direkt gemerkt, jo, das könnte passen und ich habe meine Klamotten eingepackt, bin dahin. Wir haben gejammt einfach und das hat sofort alles harmoniert und haben halt alle gesagt, jo, das macht Sinn, machen wir weiter. Und so ging das dann. Ich meine, ich war also Januar, das war bei mir so zum Neujahr hin, letztes Jahr Neujahr war das, bin ich dann, ab da war ich regelmäßig da bei den beiden in Hünxe und dann kam irgendwann Thomas dazu. Ja,
Ja, ich bin dann irgendwann im März dazugekommen. Ich bin aus meiner damaligen Band ausgestiegen und habe dann so morgens gedacht, oh, setz mal eine Anzeige rein, guck mal. Wird ja ein bisschen dauern, bis sich da jemand meldet. Ja, ich hatte allerdings von ein paar Stunden schon mehrere Antworten. Und ja, Soundclash waren ja noch die ersten, wo ich dann vorgespielt habe. Und auch das Material, wie du schon sagtest, hat mich echt umgehauen und die Chemie hat auch einfach gestimmt. Ne? Die anderen Proben, wo ich noch hin wollte, die haben irgendwie nicht stattgefunden aus verschiedenen Gründen. Ne? Und dann habe ich auch gedacht, das wäre sowieso zwecklos gewesen, ne? Weil das stimmte einfach von vorne bis hinten. Und da hast du, ha, bleib mal dabei. Ja. Wunderbar, das nenne ich Liebe und Harmonie. Ja. Aber ein Luftkuss, aber, ne? Ihr Corona-Kuss. Nee, das ist doch herrlich, wenn sich sowas dann von alleine einfach so irgendwann, ne, rauskristallisiert hat, hat alles harmoniert, ist doch wunderbar. So stilistisch, wie würdet ihr euch da einordnen? Also ich habe mal schon mal auf eure Facebook-Seite geguckt, also da so Richtung 90er Grunge Metal geht so ungefähr das, was euch da... Also Hard Rock, Grunge, Metal, ich glaube, da sind wir überall zu Hause. Ne? Ich glaube, so ja, richtig einsortieren kann man uns da irgendwo nicht. Wahrscheinlich auch, weil wir aus verschiedenen Ecken kommen, so stilistisch. Ne? Und wir finden uns da einfach zusammen, ist die Schnittmenge halt. Was sind so die Bands, die euch da beeinflusst haben? Die euch in eurer Jugend geprägt haben, die ja noch nicht weit vorbei ist, lang vorbei ist. Also ich sag mal so, bei uns kann man das auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Und der gemeinsame Nenner, den wir auf jeden Fall immer, und den auch jeder Außenstehende nennt, ist Audioslave. Ne? Das hat man so Elemente davon, so die Tempos sind ein bisschen low, ein bisschen tiefer, nicht so hektisch alles, ne? Und dann trotzdem noch groovy gehalten. Was viele auch in dem Metal, wenn man mehr in die harten Songs geht, sagen sie mal, findet Metallica vielleicht da drin, ne? Alice in Chains, so ein Zeug, ne? Und ich muss auch sagen, von mir persönlich, das war genau das Zeug, was ich immer gehört habe. Ich höre das heute noch für mein Leben gern. Und Audioslave, wenn wir zusammen Audioslave hören, dann steigt eine Party. Da geht es dann richtig steil. Ne? Also jeder für sein Instrument irgendwie. Ne? Also Audios, ja. Ja, kann man so sagen. Ne? Also hast du noch was? Ich meine, Rage Against the Machine vielleicht. Oder ist aber auch, ja, irgendwie, wenn du Audioslave sagst, nicht weit entfernt. Limp Bizkit finde ich auch cool, ist jetzt vielleicht noch nicht so ganz das, was wir machen, aber manchmal denke ich auch so in die Richtung oder auch so ein bisschen Linkin Park, wobei uns da vielleicht die Synthies fehlen. Aber so Metal, New Metal, Grunge, Post-Grunge, ich weiß nicht, ob jemand noch Puddle of Mud kennt, das ist so ein Post-Grunge-Gedöns. You fucking hate it. Ja, gut, das ist dann, was jeder kennt, aber die haben auch, also die Alben, das erste Control und so, wo da drauf ist, das ist schon alles auch gute Musik und ja, gibt noch viel mehr. Was sagst du denn, Sebastian? Die Erleuchtung kommt im Krachgarten. Die Sonne geht schon wieder auf. Ist schon wieder so spät, oder was? Ja, also für mich. Ja, deutlich. Für mich ist das ziemlich schwer zu sagen, so genaue Musikrichtung, wo wir hier sind. Ja, kann man das nicht so in eine Schublade einfach stecken? Das kann man nicht, weil wir haben Lieder, wo wir sind, immer ein bisschen mehr in. So wie Katkiel gesagt, für Rage Against the Machine, diese Richtung irgendwo da, und haben wir Lieder, die sind ganz tiefer, ja, im Metal-Bereich auch. Ja, das kommt aber gleich noch, wahr? Ja, ich wollte sagen, ist ja jetzt nur noch eben eine kleine Pause. Ja, ich glaube auch. Ja, dann noch mal kurz eben schnell, was sagt ihr zu der gesamten Geschichte hier, das Krachgarten-Corona-Konzert, das Ambiente quasi, gefällt es euch? Ich habe das Mikro, ich sag direkt, ich finde das mega geil. Also ihr müsstet mal hier vor Ort sein, geht natürlich nicht, aber sieht allein hier vor Ort total affenstark aus. So viel Technik, das ist Spielplatz für jeden Mann, ne? Ob man jetzt ein Instrument spielt oder nicht, aber macht wirklich Laune. Ja, und ein riesiges Dankeschön geht natürlich an das gesamte Team raus. Wir sind super froh. Ja, wie geil ist das denn? Ein Livestream. Aber ich glaube, der größte Teil von euch, der macht das ja auch ehrenamtlich. Ne? Ihr macht das in eurer Freizeit. Und ich sag mal, wir sitzen da am Ende des Tages irgendwie alle in einem Boot und wollen unser Hobby vorantreiben, haben da total Bock drauf. Deshalb von uns auf jeden Fall Dank und auch, dass er die Bands hier im lokalen Kreis und auch überregional auf jeden Fall supportet. Das ist auf jeden Fall viel wert. Auf jeden Fall besten Dank dafür. Ja, wir danken euch. Ja, bitteschön. Wir versuchen, eine Parklänge beizusteuern.
Ja, und in dem Sinne ist heute ja wirklich auch wichtig, dass man irgendwie wahrgenommen wird, wenn man eine Präsenz hat oder sich eine aufbaut. Also gebt, wenn euch das hier gefällt, ja, gebt wirklich dem Krachgarten auch euren Support, checkt mal die Kanäle aus. Auf jeden Fall. Ihr wisst ja Bescheid, es gibt Twitch, es gibt Facebook, Instagram und hast du nicht gesehen. Und natürlich dürft ihr das gerne auch bei Soundclutch machen, denn wir waren eigentlich gerade dabei, ganz gut rauszugehen mit unserer frischen EP, frisch gebackenen EP im März, und da wurde dann der Release-Gig direkt durch Corona plattgestampft, und das hat uns so ein bisschen halt, naja, einfach ein bisschen Fahrt aus den Segeln genommen, und deswegen freuen wir uns immer über Unterstützung. Wenn es euch gefällt, einfach gerne mal den Leuten erzählen, die vielleicht auch sowas mögen. Okay. So, ja,